Umbrella-Movement in Hongkong, oft auch als Regenschirmrevolution bezeichnet, brachte es in die Schlagzeilen in Deutschland. Ein friedlicher Protest für mehr Demokratie, beispielhaft in seiner Gewaltfreiheit, forderte freie Wahlen von Abgeordneten. Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit holte nun den Geschäftsführer der Democratic Party of Hong Kong, Lam Chek-Ting, zu einer Paneldiskussion nach Deutschland. In Berlin diskutierte Lam zusammen mit Markus Löning, dem Vizepräsidenten und Menschenrechtsbeauftragten der Liberal International, und Matthias Stepan vom Mercator Institute for China Studies, kurz MERICS, zum Thema Hongkongs Demokraten gegen Pekings Macht. Im Zentrum stand die aktuelle Situation zwischen der Sonderverwaltungszone und der Regierung in Peking. Sven Hansen, Asienredakteur der TAZ, moderierte das Gespräch auf kenntnisreiche Weise, nachdem der Südost- und Ostasien-Referent der Friedrich-Naumann-Stiftung, Wolfgang Heinze, nicht nur die Teilnehmer begrüßt, sondern auch in das Thema eingeführt hatte. Für Lam ist das Modell ein Land, zwei Systeme gescheitert. Unter dem Druck und Einfluss Chinas sterbe das demokratische Hongkong. Demokraten in Hongkong kämpften für ein allgemeines Wahlrecht und wollten ihre Regierung frei wählen. Momentan jedoch könnten nur Wahlkandidaten mit der Billigung Beijings antreten. Auch in anderen Bereichen schränkt das Reich der Mitte die Peripherie ein, vor allem in der Bildung, Wirtschaft und Politik. Demnach handelten viele Entscheidungsträger in Firmen, Universitäten und auch in der Regierung im Sinne Pekings und damit oft entgegen der Interessen Hongkongs und seiner Bewohner. Lam sieht vor allem die Angst Chinas vor Kontrollverlust, sollte es Hongkong freie und demokratische Wahlen zugestehen. Freiheit und Demokratie in Hongkong könnten zu ähnlichen Forderungen auf dem Festland führen. Im Gegensatz zu Herrn Lam hörte Stepan und Löning noch nicht die Todesglocken eines demokratischen Hongkongs. Vor allem die Protestbewegung sahen sie als ein Zeichen der demokratischen Vitalität. Sie waren sich jedoch einig, dass es vor allem die Aufgabe der Bevölkerung Hongkongs ist, für die Demokratie zu kämpfen. Die internationale Gemeinschaft könne lediglich Handlungsempfehlungen geben. Herr Löning betonte aber, dass Vertreter Deutschlands und der EU selbstbewusst die Missstände im Menschenrechtsbereich bei Gesprächen mit der chinesischen Regierung ansprechen müssen.